Das kleine Finale im Barre-Kreispokal. Der FC Lübbecke trifft auf Türkgücü Esbekamp. Gespielt wurde in Dieling quasi als Vorspiel auf das Finale des Kreispokals. Trotzdem sagten beide Seiten, dieses Spiel ist uns wichtig und wir möchten dieses Spiel gewinnen. Chancen ließen auch nicht lange auf sich warten. Türkgücü mit der ersten nach Ecke per Kopf, der ging noch knapp drüber. Danach übernahm Lübbecke ein wenig das Feld, hatte aber seine Schwierigkeiten, vor allen Dingen an Hüseyin Özal vorbeizukommen, der hier mit einer klasse Doppelparade Schlimmeres verhindert. Aber Lübbecke machte fleißig weiter. Die wollten einen Treffer, die waren spielbestimmt, haben viel für Spiel zu dieser Zeit noch gemacht. Und die nächste Möglichkeit und wieder Hüseyin Özal. Und der Mann kann nicht nur Torwart spielen. Das hatten wir schon im Spiel gegen Tura Esbekamp gesehen. Schaut euch diesen langen Ball an. Der kommt perfekt auf den Flügel und dann der Kopfball. Optimal genommen, das 1:0 für Türkgücü. Und der Torschütze heißt Murat Uca und den musst du per Kopf erst einmal so nehmen. Lübbecke steckte den Kopf allerdings nicht in den Sand, machte weiter, scheiterte allerdings immer wieder an Torhüter Hüseyin Özal. Und dann bekam Türkgücü halt immer wieder Möglichkeiten, den Ball durchzustecken. Hier Glück, dass Thomas Geist rechtzeitig draußen ist, lag hier erstmal am Boden, konnte dann allerdings weitermachen. Und auch Lübbecke bekam ihre Möglichkeiten. Insgesamt eine richtig gute Partie. Ein fröhliches Hin und Her. Und dann gab es diese Aktion hier. Ballverlust von Lübbecke und ein richtig guter Angriff wieder von Türkgücü Esbekamp. Super Pass in die Mitte, aber der Schiedsrichter sagt abseits. Knappes Ding, aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Danach Lübbecke wieder mit einem Aufbäumen. Die Abschlüsse noch nicht optimal, aber man war im Spiel. Man hatte den Ballbesitz, man hatte die Möglichkeiten. Hier nochmal der Abschluss und wieder, wie kann es anders sein? Özal im Tor der Türken überhaupt ohne Probleme. Und Türkgücü brachte fleißig ihre Konter ins Spiel. Hier über die linke Seite, klasser Ball vorne rein, dann ein Durcheinander. Thomas Geist bekommt den Ball nicht und Ahmet Zingur im Liegen das Ding über die Linie gehauen. Hier sehen wir es nochmal. Gutes Ding, aber er bekommt ihn eben nicht in die Hand. Und Ahmet Zingur nutzt die Gunst der Stunde, behält die Übersicht ganz, ganz stark. Und man möge meinen, dass Lübbecke jetzt den Kopf in den Sand stecken könnte, aber denkste, die wurden immer besser, das Passspiel immer präziser, die Übersicht immer genauer. Klasse hier wieder gespielt. Statt zu schießen, sieht er seinen Mitspieler Jano Grote, 42. Spielminute. Genau 2 Minuten später gibt es hier den Anschlusstreffer für den FC Lübbecke. Und dann wurde es nochmal richtig knifflig in Halbzeit 1. Der letzte Angriff, Türkgücü wieder einmal mit einem langen Ball vorne in die Spitze. Thomas Geist ganz weit draußen und hat Glück, dass Türkgücü hier diesen hohen Ball am Tor vorbeisetzt. Und so ging es mit einem knappen 2:1 für Türkgücü in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit meldete sich der FC Lübbecke wieder zurück. Wieder ein klasse Ball vorne rein. Und jetzt wieder Ruhe mit dabei. Und plötzlich ist das Ding drin. Salomon Bolilla, 47. Spielminute. Gerade einmal 2 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Und Lübbecke mit neuem Mut nach vorne, kaum zu stoppen. Jetzt waren sie in ihrer Prime in dieser Partie, bekamen immer wieder Möglichkeiten gegen den schwächelten Türkgücü Esbekamp. Hier wieder knapp übers Tor per Kopfball. Die nächste Aktion aus der Distanz und auch hier wieder gut gehalten vom Torhüter Hüseyin Özal. Sah einfacher aus, als es war. Die nächste Aktion hier deutlich drüber. Sie verpassten die Chance, hier selber in Führung zu gehen, bis es in Minute
74 auch mal wieder in die andere Richtung ging. Türkücü Espelkamp und wieder ein Steckpass vorne rein. Mutai Çelik und wie er den in die Maschen nagelt. Unglaublich, da war richtig Wucht dahinter, nichts zu halten. Für Torhüter Thomas Geist, der konnte den Ball am Ende nur noch aus den Maschen holen. Lübbecke schien erstmal unbeeindruckt, machte genau da weiter, wo sie vor dem 3:2 aufgehört hatten, scheiterten allerdings immer wieder an Hüseyin Özal, kam schön über die rechte Seite, wieder ein toller Ball in die Mitte, aus der Drehung. Aber auch hier Torwart Hüseyin Özal, der stand richtig und dann Freistoß für Türkücü. Benjamin Rossel, der war eingewechselt worden und noch frisch nagelt das Ding hier an die Latte. War ein richtig feiner Freistoß, hier sieht man es etwas besser, Kopf dazwischen, ansonsten wäre er mit Wucht auch aufs Tor gekommen. So erstmal nicht. Danach war Türkücü ein wenig stärker unterwegs, bekam ihre Möglichkeiten hier wieder klasse gemacht. Nach Einwurf aber Torhüter Thomas Geist hier zur Stelle und auch im zweiten Versuch klappt's nicht. Lübbecke wirkte ein wenig perplex, dass die führenden Türken sich nicht hinten reinstellten, sondern eher das Spiel nach vorne suchten. Und Lübbecke hatte ihre Probleme, in den Strafraum zu kommen. Wir sind mittlerweile in der 90. Spielminute. Es läuft die Nachspielzeit. Und wie kann es anders sein? Ballverlust Lübbecke, Konter Türkücü, 90. plus 3. Matthias Ewert sieht noch seinen Mitspieler und der versenkt hier ohne Probleme zum 2:4. Und damit die Entscheidung. Türkücü Espelkamp sichert sich in einem richtig tollen Spiel mit viel hin und her, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten den dritten Platz im Barre-Kreispokal.